So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Pearl in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Leider im wahrscheinlich langweiligsten Teil des Spiels, aber was soll's, ne? Da müssen wir durch. Denn jetzt geht's durch den Kraterberg und dann durch die Schneelandschaften. Das ist, habe ich zumindest immer im Gefühl, dass es einfach der langweiligste Abschnitt ist. Aber naja, was soll's, ne? Machen wir einfach mal. Einfach mal machen, Stärke haben wir, Zertrümmerer haben wir, da sollte nichts mehr schief gehen. Ist ein bisschen... Ja, es ist wie es ist, ne? Und es ist leider nicht sehr spannend. Aber naja, was soll's. Wobei ich glaube, wir sind gar nicht so lange im Kraterberg. Ich glaube, lange im Kraterberg sind wir erst nach der Arena. So richtig lange. Ja doch, das kommt vor der achten Arena, was ich gerade denke, aber halt noch... Nach der siebten Arena, aber noch vor der achten, so rum. Aber naja, jetzt bleiben wir nicht allzu lange im Kraterberg, also keine Sorge. Also der ja, ich merke schon, Auflock am Raum auch. Deswegen hatte ich auch Porenta noch nicht rausgetan. Ja, und was halt unfassbar nervig ist im Kraterberg und dann später auch in der Siegestraße. Wir brauchen alles am VMs gefühlt. Also wir brauchen wirklich alle möglichen VMs, TMs. Nee, TMs nicht, aber VMs zumindest. Und das ist halt ein bisschen... Ja, schon nervig irgendwie. Ich weiß nicht, was sie sich dabei damals gedacht haben. Zumal wir ja nicht den automatischen Topschutz sozusagen haben. Das ist dann halt auch so eine Sache, nicht? Ist dann halt leider auch so eine Sache, wo ich sage, ja, ist okay. Aber, naja, ne. Aber das haben sie Gott sei Dank dann ab der nächsten Gen, die wir dann spielen werden, endlich verbessert. Ab der nächsten Gen... Wir haben einfach automatisch gefragt, möchtest du den Topschutz verlängern? Und da sagt man einfach ja. Und dann ist das gehabt. Und dann ist das gegessen. Ja, Pudersand, weiß ich nicht. Ob ich das jetzt unbedingt gebraucht hätte, vielleicht für Knogger, aber... Ja, weiß ich nicht. Unbedingt gebraucht hätte ich es jetzt nicht, ne? Ja, und da ist es auch schon. Und da ist auch schon die Meldung. Im Kraterberg haben wir uns ja schon Pokémon gefangen, daher gibt es hier keins mehr. Daher gibt es hier keins mehr für uns, aber naja, nie. Aber wir sind auch schon wieder draußen. Also es ging doch schneller als erwartet. Und sind jetzt auf Route 216, wo wir uns aber tatsächlich ein Pokémon fangen können und auch werden. Ah, wenn der Topschutz dann ausläuft, ne? Bis dahin sammeln wir hier mal Items und können vielleicht auch mal gegen die Trainer antreten, wenn wir das möchten. Also, ja, wir machen es ja sowieso, ne? Wir machen es doch sowieso, ihr wisst doch, wie es ist. Ich bin Feuer ausgerüstet und bereit, wann immer du loslegen möchtest. Na dann ab dafür. Dann ab dafür. Zeige mir, was du hast. Taido. Ja, ne. Kann man schon mal machen. Vermutlich mit Rauhaut, also Achtung vor Nebenschäden. Und hier müssen wir sogar noch mehr aufpassen wegen Hagel. Ja, Wettereffekte sind nicht schönes, aber was soll's. Aber was soll's. Erstmal Mogelieb drauf. Taido hält eh nichts aus, von daher sollte das nach einem Mogehieb und einem Schlitzer weg sein. Ziemlich safe, aber das Gute ist, die Pokémon hier profitieren auch nicht davon. Wobei die tatsächlich auch so nicht davon profitiert haben, weil die wenigsten Trainer haben ja Eis-Pokémon tatsächlich, also bis auf die Skifahrer. Also ich weiß es ja aus den Remakes, sag ich mal, ziemlich safe, aber die wenigsten hatten hier tatsächlich Eis-Pokémon. Von daher... Haben die auch wenig davon profitiert. Genauso wie ich. Leider habe ich auch kein Eis-Pokémon. Wie bitte? Ja, so ist es. So ist es. Und am Ende zünd ihr einfach Knackrack und ich werde dran verzweifeln. Das wäre witzig. Ja, für euch vielleicht, für mich nicht so, aber egal. Aber egal, ne? Machen wir erstmal weiter. Ob wir überhaupt bis zu Cynthia kommen, ist ja erstmal überhaupt die Frage, ne? Ist ja erstmal überhaupt die Frage, ob wir bis Cynthia kommen. Ich bin ein Ass und ich kann sehen, dass du auch ein Ass bist. Oder ein Ass? Wer weiß. Wer weiß, was er mir sagen wollte. Oh, okay. Ich hab nicht gesagt, dass die keine Eis-Pokémon haben könnten, ne? Also so ist nicht. Ah, Frostage ist schon ein cooles Pokémon. Geist-Eis ist schon eine coole Kombi auch. Hm.
Ja, weiß ich nicht. Ist nicht so. Ist, glaube ich, nie so das, was ich hier machen möchte. Ist, glaube ich, nie so die Kombi, die ich hier spielen möchte. Hat dann doch ein bisschen Angst vor den Eisattacken. Die er gar nicht spielt. Auch nicht schlecht. Gut, Spezialangriff. Das macht eigentlich gar nichts, weil wir eh physisch angreifen. Das ist vollkommen in Ordnung. Mit Nahkampf nämlich. Nee. Natürlich nicht. Oh, was? Was hat denn hier getroffen hat? Ich wusste gar nicht, dass Flammenrad nicht treffen kann. Egal. Egal. Aber, hat Frostdienst nicht so eine Fähigkeit, dass im Hagel irgendwie sogar schwerer zu treffen ist? War das nicht bei Frostdienst? Eisschleier oder wie die heißt, die Fähigkeit? War das Frostdienst? Ich glaube, so eine Fähigkeit gibt es nämlich. So einen wetterbedingten Effekt. Naja, ist auch wurscht. Hoffen wir, dass es jetzt nicht die Geist-Pokémon sind, sondern eher die Eis-Pokémon, die er hat. Super. Super. Alles perfekt. Und Snibuna, das ist nach dem Nahkampf tot. Üblicherweise. Denn vierfach effektiv, ne? Das sollte schon ein bisschen wehtun. Ein kleines bisschen. So ein klitzekleines bisschen. Weg mit dir. Weg mit dir, du doofes Vieh. Ich mag das Vieh auch irgendwie nicht. Aber egal. Wunderbar, wunderbar. Hab wenigstens Snivel aufgewertet. Ne? Aber sonst mag ich das Viech irgendwie nicht. Genau, wie ich es mir dachte. Ja, das dachte ich mir auch. Was auch immer du dir dachtest, ich dachte es mir auch. So, jetzt aber unser Pokémon für Route 216. Das da wäre... Könnte man machen, ist aber an sich etwas, was wir schon hatten, von daher würde ich mal gucken, ob wir was Besseres finden oder was anderes. Weil ich möchte ungern Pokémon, die wir schon mal hatten, auch wenn sie tot sind, doppelt irgendwie reinnehmen. Oh, mein Lieblings-Pokémon! Griffel! Ja, das ist aber schön. Ach Mensch. Und Griffel ist hier ja auch ganz, ganz gut an sich, ne? Die Sache ist, überlebt das eine Stärke oder Knochenkeule? Man muss sich direkt Pokebälle werfen. Ich glaube, ich werfe direkt, das ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Sternschauer, ja gut, das sollte nicht allzu doll wehtun. Das sollte nicht allzu doll wehtun. Ja, und der Hagelsturm macht ja auch einen leichten Schaden. Ne? Das ist ja ganz gut eigentlich. Für uns erstmal soweit. Komm, bleib drin. Och Mensch. Komm schon. Na gut. Aber Griffel wäre schon. Also ich liebe Griffel. Griffel ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Von daher hätte ich den schon gerne. Ich tausche mal aus. Sicherheitshalber. Einmal nur zur Sicherheit. Ist mir nämlich doch ein bisschen zu heikel. Ebisse. Wenn der Sternschauer jetzt nochmal gekrittet hätte. Gut, Kreideschrei. Setzt halt was komplett anderes ein. Auch nicht schlecht. Ich weiß aber gar nicht, ob wir es rein theoretisch so an wie Diffel weiterentwickeln können. Also ich werde es erstmal nicht reinnehmen, bis ein Pokémon von mir stirbt, aber ist auf jeden Fall eine super Reserve dann. Ich mag zwar Griffel mehr als Ambidiffel, aber halt für die Nuzlocke ist dann Ambidiffel doch, glaube ich, eher geeignet. Und es könnte sich rein theoretisch zu Ambidiffel entwickeln, das hat Doppelschlag. Das ist gut. Es könnte rein theoretisch, ne?
Also sobald es nur Billy Cat stirbt, wäre das hier die Option dann. Wenn es jetzt noch Techniker hat, wäre das Bombe. Wenn ich es dann fange, heißt das. Das ist erstmal die Voraussetzung, dass ich es fange. Das macht gar nicht so wenig Schaden. Das macht gar nicht so wenig Schaden. Das, hör auf. Was war das denn? Das hat mehr Schaden gemacht, als mir lieb ist. Na, noch ein Doppelschlag überlebe ich, glaube ich, nicht. Boah. Als ob mich jetzt so ein wildes Griffel hier fertig macht. Als ob mich hier so ein wildes Griffel fertig macht. Da wäre die Frage auch gewesen, hätte ich jetzt ein Pokémon gefangen, hätte ich so eine Lieblingsregel einführen sollen noch früher oder später. Ich glaube, das mache ich ab folgenden Gens. Sobald mein Lieblings-Pokémon auftaucht, also Griffel, dann kann ich mich freiwillig entscheiden, ob ich es fange oder nicht. Also egal, ob wir schon auf der Route ein Pokémon gefangen haben. Das haben schon mehrere gemacht so. Wenn es halt das absolute Lieblings-Pokémon ist. Jetzt bleib aber drin. Bleibe doch drin, meine Fresse. Ey. Ey. Süßes kleines Griffel, bitte bleib drin. Na komm. Jetzt aber bitte. Bitte, bitte. Bleib einfach drin, okay? Bleib einfach drin. Und es bricht beim ersten Mal auf. Oh. Es ist eine Qual, Pokémon zu fangen hier, ne? Es ist manchmal eine Qual. Dass die Verteidigung stark sinkt, ist nur ein Verhängnis. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich muss schon wieder wechseln. Dein Doppelschlag halte ich nicht aus. Bei gesenkter Verteidigung. Ey, dieses Griffel hier macht mich fertig. Dieses Griffel hier macht mich fertig. Obwohl ich es nur fangen möchte. Hört doch auf damit. Also vorausgesetzt, der Hagel tötet es nicht, ne? Also ich werde das Griffel nicht mehr anfassen. So viel steht fest. Also attackieren, in dem Falle. Bitte bleib einfach drin. Könnten wir das machen? Könnten wir das einfach machen? Bitte, bitte? 3. Ja, geht doch. Ja, meine Güte. Hartnäckiges Griffel. Hartnäckiges Griffel. Wunderbar, wunderbar. Es lebt in den Wipfel von Riesenbäumen. Es wickelt seinen Schweif um einen Ast, um sich festzuhalten. Ach, ich mag das Pokémon sehr gerne. Sicher bekommt es einen Spitznamen. Wir nennen es Odin. Ein göttliches Pokémon sollte auch einen Göttervater-ähnlichen Namen bekommen. Ich denke, das passt schon. Also jetzt nicht unbedingt zum Pokémon, aber das passt. Wunderbar, wunderbar. Da habt ihr mir aber einen Gefallen getan, ihr liebes Spiel. Mit einem meiner Lieblings-Pokémon. So, aber dieses Lieblings-Pokémon hat ganz schön Schaden angerichtet. Von daher, erstmal eine kleine, was heißt eine große Heilung spielen an sich. Ja, das wollte ich nicht. Das wollte ich doch auch gar nicht. Ich wollte zu Neptun. Ich denke mal, wir heilen mal alle ganz kurz hoch, ein bisschen. Also zumindest so mit den Supertränken jetzt, also ich heile jetzt nicht voll, aber naja, nicht. Alle mal hochheilen. Porenta würde ich übrigens nicht verwenden dürfen, ne? Falls euch die Idee käme, dass ich schwächen könnte mit Porenta. Porenta ist nicht im Teil des Teams und darf daher nur nicht verwendet werden. Es ist halt nur ein VM-Sklave gerade in diesem Falle. Ich denke, das ist selbsterklärend, oder? So. Hatte ich den schon? Ja, den hatte ich jetzt schon. Ach Mensch, das Griffel hat mich komplett rausgebracht, gerade aus meinem Spielfluss, aber ist okay. Aber bereit sein, wenn die Pflicht ruft, jede Herausforderung annehmen. Das ist die Art und Weise eines Trainers. Ach, ich mag Griffel. Mal gucken. Vielleicht nehmen wir es ja früher oder später noch rein. Spätestens vielleicht für die Liga. Wäre vielleicht gar nicht mal so die verkehrteste Option, statt Parasect vielleicht sogar. Weil Parasect ist halt... Ist halt Parasect, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine.
ist halt nicht das Wahre. Ah, es hat Verfolgung. Ich muss aufpassen vor Austauschen. Okay. Habe verstanden, aber ich denke, das kriegen wir vielleicht sogar so down. Mit mehreren Knochenrangs. Mit... Ja, aber mal wieder typisch, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt wieder mal fünfmal treffen, na, aber es sollte nicht sein. Ich brauche unbedingt Erdbeben. Ich meine, das könnten wir jetzt bekommen schon mittlerweile. Das ist in der Höhle, wo man kaum mal abfangen kann, also unter dem Radweg. Aber ich habe jetzt keine Lust dahin zu klamüsern. Aber rein theoretisch wäre schon gut, ne? Erdbeben zu haben. Vielleicht mache ich das mal offscreen. Weil die Höhle ist auch nicht spannend. Da sind auch, glaube ich, keine Trainer drin. Wenn mir nie alles täuscht. Oder sind da Trainer drin? Die spannend sein könnten? Ich glaube nicht. Genauso wie ich überlege, ob wir die zwei Runden unter Zweiblattdorf machen sollen. Weil das sind halt auch so eine... Ja, eher nervigen Routen, ne? Da überlege ich noch stark, ob wir die überhaupt machen. So, also entweder der Hagi vernichtet dich jetzt oder ich mach's. Ah, jetzt wäre nochmal Schaden drücken. Irgendwie, ne? Auf letzten Krampf mit dem letzten KP. Aber okay. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir die machen dann oder nicht. Gucken, wie stark wir vor der Liga auch sind. Aber ein Erdbeben sollte mir schon noch holen, falls wir Shiva bis dahin behalten. Es wäre schon besser. So, Beerus ist ein ekliges Pokémon. Keine Schwächen. Und einfach nervig. Aber probieren wir es einfach mal nochmal ran. Prioritätsattacke. Nicht schön, aber okay. Nicht schön, aber okay, ne? Passt schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Gar nicht so verkehrt. Ja, an sich ist ja Knochmarang cool, weil es eine Signature-Attacke von Knogger ist, aber ist halt mit der Trefferquote und der Stärke nicht so das Allerwahrste. Nie das, was man gerne haben würde. Ich habe Angst vor einer Verfolgung. Aber... Kann das Ding Verfolgung? No risk, no fun. Gut, es setzt auf jeden Fall keiner ein. Es setzt auf jeden Fall keiner ein. Das gefällt mir ganz gut. Oh nee. Geh mir nicht auf den Keks. Ich wechsle gleich einfach nochmal. Ist mir scheißegal. Aber ist halt so. Ist mir zu blöd so. Komm, setz mal wenigstens was ein, was sehr effektiv ist gleich. Na komm. Gut, keine Angeberei zumindest. Das gefällt mir ganz gut. Auch diese Routen, also... Ich meine, an sich ist diese Route spannender als im Original, weil die Pokémon, weil die Trainer haben ja unterentwickelte Pokémon und sonst was. Aber... Die Route an sich ist einfach nicht spannend. Die ist halt so... Es ist halt einfach so eine langweilige Schneeroute mit viel zu vielen Trainern. Ich glaube, das ist fast die Route mit den meisten Trainern. Und dann hast du ja zwischendurch nur mal so kleine Häuschen, wo du Zwischenstopps machen kannst und kein Pokémon Center, wo du rein theoretisch mal ein Team auswechseln könntest. Aber naja, nicht. Aber naja. Wie enttäuschend. Und dann musst du die halt deswegen auch an einem Stück durchziehen, weil sonst ist doof. Sonst hast du das Pech, dass du dass du wieder alles von vorne machen musst. Also gut, die Trainer bleiben ja gespeichert, aber an sich ist das schon nervig. Na komm. Hallo, ich möchte gegen dich kämpfen. Bist du ein Anfänger oder bist du wettbewerbsfähig? Was soll denn das heißen? Das werden wir gleich sehen, nehme ich an. Game Erupt. Haben wir das richtige Pokémon vorne eigentlich? Also, Wailob wäre noch besser gewesen, aber passt schon. Passt schon.
Der sollte mir nicht viel machen können. Ich ihm aber eine ganze Menge, oder? Wenn ich denn treffe. Noch so ein Grund, warum wir Erdbeben brauchen. Es ist einfach eine Qual, mit Knochenrang und Knochenkeule anzugreifen. Mit einer Genauigkeit von 80, 95, nicht so das Wahre. Daher, Erdbeben wäre schon sinnvoll. Ich überlege, ob ich es offscreen hole dann, oder ob ich euch damit nehme. Weil es ist im Prinzip nur die Höhle unter dem Fahrradweg, in die ich schon mal versucht hatte reinzugucken, ob wir da kaum mal abbekommen können. Aber da war ja alles mit Stärkestein verschoben. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Experte bist, bitte. Bitte, ich zeig dir, was ich kann. Ist hier oben noch irgendwie was, weil wir haben ja noch nicht alles hier erkundet, aber ich glaube, hier ist auch gar nicht mehr so viel, oder? Ne, das ist, glaube ich, was wir später machen können. Ja, ich glaube, hier ist gar nichts mehr. Gut, hab nichts gesagt. Einfach durch, ne? Wir wollen ja auch nicht ewig uns auf diesen Routen aufhalten. Was? Hütte Flockentanz, ein warmes Bett bringt warme Füße, das ist super schön. Und bald kriegen wir auch schon wieder die nächste VMA. Wenn du magst, kannst du dich hier ausruhen. Wie du sehen kannst, ist diese Hütte heruntergekommen. Daher kannst du machen, was du möchtest. Ah, alles klar. So schlimm sieht sie gar nicht aus. Ich habe keine Speckschicht, wie manche der Pokémon sie haben. Daher trage ich mehrere Schichten Kleidung übereinander. Ist richtig so. Und dann ruhen wir uns hier mal ruhen wir uns hier. So rum. Wir nisten uns ein und ruhen uns aus. So rum. So rum wird ein Schuh draus, wa? Warte, ist das schon eine neue Rude? Warte. Nee, ist immer noch Route 216, ne? Ich muss jetzt mal auf die Karte gucken. Sorry, aber... Sorry, not sorry. Das darf ja wohl gestattet sein, ne? Aber wir kommen gleich auf Route 217, also... Augen auf. Augen auf beim Straßenkauf, was? Ich kämpfe nie zum Spaß, dies ist keine Übung. Alles klar, mein Freund. Na da. Bäh. Das finde ich nicht gut. Potenziell finde ich das nicht gut. Überhaupt nicht. Aber machen wir hier No Risk No Fun und gehen auf Hardet? Ich denke doch. Oh, meine Nase läuft, ey. Ich muss mir mal ein Taschentuch nehmen. Gut, Agilität. Sorry, aber meine Nase läuft gerade ein bisschen. Ei. Ah ja, wir sind da. Wir kämpfen ja hier gegen unsere Mama sozusagen. Eher gegen unseren Papa. Slam, ja, ist okay. Ach Mensch, trifft doch. Du Vollidiot. Das gefällt mir gar nicht. Noch ein Slam. Schwierig. Zu Bastet und mit Juwelenkraft vielleicht? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht so recht. Gut, Slam hat aber immerhin niedrige Quote zum Treffen manchmal. An manchen Tagen. Von daher passt schon. Und er kann scheinbar keine Drachenattacke. Macht Schlitzer vielleicht sogar mehr? Also ist Schlitzer vielleicht sogar sinnvoller? Ah, er kann eine Drachenattacke, aber es ist Drachenwut nur. Das ist ja okay, das macht ja safe 40 Schaden. Damit können wir kalkulieren, sag ich mal. Damit können wir gut kalkulieren. Ja, ist okay. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal zurück in die Hütte müssen. So viel steht ja wohl fest. Aber ist dann halt so. Das Schweifen, ja, okay. Wollte ich gerade sagen, ich dachte kurz. Mein Herz blieb für einen kurzen Augenblick stehen. Warum macht der Hagel eigentlich beim Drachen nicht doppelt so viel Schaden, sag ich mal? Reicht das ja? Es reicht! Es reicht! Wunderbar. Müssen wir auf jeden Fall gleich auswechseln, so viel steht ja mal fest.
Oh, es sind die Drachen-Pokémon. Oh, ich kotze. Ich kotze. Und so kann ein normaler Trainer einfach asozial gefährlich werden. Ne? Das ist so ein Scheiß. Ich hätte 40 ansetzen sollen. Oder 35. Das wäre ein Level gewesen, wo sie alle hätten vor dem Weg zeigen können. Ich werde mich jedes Mal darüber echauffieren, dass ich das so niedrig gesetzt habe, das Level. Level 30, was dachte ich mir denn dabei? Absolut gar nichts wahrscheinlich, dachte ich mir dabei. So, Wasser wird neutralisiert, ne? Es ist ein bisschen doof, aber ist okay. Aber ist okay, denke ich. Lieber neutralisierend als nüscht. Ja, Knackrack hält auch viel aus, würde ich sagen. Es geht. Es geht. Nö. Es passt schon. Zwei Surfer und es ist down. Wir sind eigentlich auch vierfach getroffen werden von dem scheiß Hagel. Einfach aus dem Grund, dass es halt vierfach Schwäche gegen Eis hat, rein theoretisch. Aber egal. Wenn die mir jetzt schon mal Knackhack und sowas um die Ecke kommen, ich will gar nicht wissen, was der Champ mir dann... Ich hoffe, der Champ, oder... Sagen wir erstmal, die Top 4 haben solide Typen. Wir müssen ja erstmal überhaupt dahin kommen, also bis dahin ist es immer noch ein weiter Weg. Aber wenn wir schon 6 Orden haben, ist bis dahin doch noch ein weiter Weg. Ah, was setzt du mir jetzt entgegen? Komm, zeig mal. Noch ein Dragoran, ist okay. Das ist okay, denke ich. Weiß ich nicht. Hoffe ich. Ja, weiß ich nicht. Ist gar nicht so okay, ne? Ist gar nicht so okay. Erstmal ein Hypertrank für Wailord. Hier haben wir jetzt halt keine zumindest mitteleffektive Attacke, weil... Also zumindest nicht mit Wailord. Ist ein bisschen schade. Aber okay, der hält ganz gut Drachenwut aus. Ich meine, der hält 3-4 mal Drachenwut aus. Das ist gut. Mit dem Hagel vielleicht nur 3 mal, aber das ist auch okay. Ah, setzt mal stärker ein, glaube ich, weil es ist zumindest neutral. Es war kein Step, aber neutral. Scheiße. Das macht gar nicht. Okay. Komischer Angriff. Und der hat irgendwie sehr ziemlich viel gemacht. Also ich weiß nicht. Ein bisschen verkehrte Welt hier. Ja, macht das Step Surfer vielleicht doch mehr? Macht das Step Surfer mehr? Ich weiß es nicht. Wir finden es heraus, würde ich sagen. Der Resistance des Step Surfer macht nicht unbedingt mehr. Aber okay. Ich glaube, die Stärke hat ein bisschen mehr gemacht sogar. Von daher setzen wir sie gleich einfach nochmal ein. Und dann ist dieses Dragoran hoffentlich Geschichte. Mein Ziel für heute ist übrigens noch auf Route 217 dann ein Pokémon zu fangen und danach beenden wir den Part, okay? Ich denke, das ist angebracht. Ja. Immer diese eine KB oder zwei. Ja gut, wird jetzt durch ein HGE erledigt sein. Aber nee, da wollen wir noch unser Pokémon fangen und dann, wenn wir da jetzt schnell hinkommen, heißt es. Wenn jetzt sich noch ein Trainer an den Weg steht, dann verschieben wir das auf den nächsten Part. Aber so ist es dann erstmal. Ich meine, wir hatten heute einen coolen Fang schon. Gute Arbeit, das war ein exzellenter Kampf, für mich einen der besten Fänge, die wir hätten machen können, aber gut, ne? Und der Schutz musste auch erstmal aufhören zu wirken. Von daher, alles fein. Da gucken wir gleich, was wir kriegen können. Was können wir denn bekommen, ne? Ach, ich muss noch gar nicht mit dem sprechen, muss mit dem Bett sprechen. Ja, ich spreche mit Betten. Problem. Problem damit? Ich hoffe nicht. So. Jetzt erstmal hier nochmal durchs hohe Gras, ohne dass wir hoffentlich angegriffen werden, sagte er. Und da verließen sie ihn. Köhler wäre auch cool gewesen, aber nein, Griffel ist sehr zufriedenstellend, also für mich mehr als zufriedenstellend. Von daher meckere ich da nicht drum.
Ja, da flüchtet man nicht. Da flüchtet man. So. Jetzt müssten wir doch eigentlich auf Route 217 kommen, genau. Und es stellt sich noch ein Trainer im Weg, also doch beim nächsten Part. Der Blitzab wird auch stärker. Aber ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es ist, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist ebenso gern gesehen. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, sage ich Tschüssikowski, euer FlassTV. Bye bye!